Am Anfang, das war eine Party. Die Party heißt Tektonik. Und dann, das war eine Mischung zwischen Belgium Music von Artstyle, Jumpstyle und dann House Elektromusik. Die Leute, die das überwiegend tanzen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie so eine Art Fukuhila-Frisuren haben. Ja. Vorne sehr kurz, hinten lang. Sehr enge Klamotten, enge T-Shirts, Röhrenjeans und dann so Oldschool-Sneaker. Das ist mehr eine Kultur, die die jungen Leute leben sollen. Und wir animieren sie im Prinzip dazu, auf diesen Zug aufzuspringen. Ja. Sie müssen sich noch intensiver im Internet damit auseinandersetzen, um es zu verstehen. Berlin hat viele Styles und ich glaube, wir können es relativ weit oben einordnen. Und ich denke, in 5 Jahren, alle Leute tanzen auf den Straßen oder in den Discos. Es wird auf jeden Fall eine sehr populäre Sache werden.